lieber Bischof Vergilius, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik, Wirtschaft, sozialen Diensten und Medien, liebe Schwestern und Brüder aus der Diözese Eisenstadt. An diesem Martinsfest gebührt Ihnen zuerst ein doppelter Glückwunsch. Der erste Glückwunsch gilt Ihnen zum Fest Ihres Landespatrons und Diözesanpatrons. Das beginnende Festjahr der Feier des 1700. Geburts- und Jahrestages des heiligen Martin ist sicher für Sie alle ein Grund für große Dankbarkeit und Stolz. Er ist einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche, aber nicht nur das, er wird auch in der orthodoxen, in der anglikanischen und in der evangelischen Kirche verehrt. Er ist ein Heiliger, der in Pannonien geboren wurde, in der Nähe von Pavia in Oberitalien aufwuchs, im Land Frankreich als Soldat, in der Nähe von Amiens Dienstag in Deutschland, in der Nähe von Worms als Soldat vor einer Schlacht den Kriegsdienst verweigerte, auf der Insel Gallinare in der Nähe von Genua als Einsiedler lebte, dann in Frankreich das erste abendländische Kloster gründete, dann seine Mutter bekehrte in Pannonien und in das Bistum Tours zum Bischof geweiht wurde, das muss man einmal nachmachen. Und schließlich, er war befreundet mit dem Bischof Liborius, der später der Diözesanheilige meines Bistums wurde, der ihn am Schluss auch begraben hat. Martin ist also ein multikultureller Heiliger und man dürfte sagen, ein kulturverbindender Heiliger und gar nicht ein typischer Heiliger. Denn das ist das, was Heilige tun und der kommt von hier. Herr Dank und Herren, ein zweiter Glückwunsch. Der zweite Glückwunsch in diesen Tagen gebührt Ihnen für den in diesen Tagen zu feiernden Markstein auf dem pastoralen Weg der spirituellen und organisationalen Erneuerung ins Bistums. Das Christentum in Europa steht vor einem tiefgreifenden Wandel und dieser Wandel ist geprägt von einem Veränderungsprozess, der die gesamte Gesellschaft erfasst, wie der Herr Bischof vorhin auch schon in einer Predigt gesagt hat. Und Sie haben in Ihrer Diözese tatsächlich die Zeichen der Zeit erkannt und nehmen die Umbrüche, die Abbrüche, aber auch die Aufbrüche ernst. Sie sind ehrlich gesagt nicht die Ersten, die sich auf den Weg machen und Sie werden auch nicht die Letzten sein. Denn die Gestalt des Christentums im 21. Jahrhundert, sie ist eine andere und sie wird eine andere werden, als sie es im vergangenen Jahrhundert war. Ich persönlich sehe es, wie der Pastoralamtsleiter vorhin gesagt hat, hat als ein besonderes Privileg an, ihre Diözese seit einigen Jahren und vor allem ihren pastoralen Weg der Erneuerung von Anfang an kennen zu dürfen. Es ist ein behutsamer und zugleich zielstrebiger Weg. Ein erstes besonderes Kennzeichen Ihres Weges ist die Vielzahl der Konsultationsprozesse, die bereits jetzt stattgefunden haben und noch stattfinden werden. Ein zweites großes Kennzeichen ist die ständige Bemühung um die Einheit von spiritueller Verwurzelung und struktureller Veränderung. Das ist gar nicht so häufig. Karl Rahner hat es gesagt, die Zukunft der Kirche wird tiefe Wurzeln haben. Sie wird eine tragende Frömmigkeit besitzen im Dienst der Menschen oder sie wird ihren Auftrag verfehlen und damit nutzlos für die Menschen von heute und für die Menschen von morgen. Der Titel meines Vortrags, der hier über dieser Veranstaltung auch steht am Nachmittag, der lautet: Das ganze Volk Gottes verkündet das Evangelium. Das ist ein Zitat von Papst Franziskus. Und ich habe Ihnen den Untertitel gegeben zur Zukunft der katholischen Kirche des Morgenlandes. Und ich würde gerne etwas machen, was ein gewagtes Grundstück ist. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. Ich bitte Ihnen es zunächst einfach in aller Bescheidenheit an. Ich möchte Ihnen einige Orientierungspunkte auf den Weg mitgeben für Ihren pastoralen Weg. Denn jeder Weg braucht solche Marksteine, die man ansteuert, braucht Markierungen und Leitideen. Dabei geht es um eine Vision, die das Zweite Vatikanische Konzil vorgegeben hat. Eine Vision vom Volk Gottes, das mit Christus unterwegs ist und damit aufbricht in eine Zukunft,
die es nicht selber schafft, sondern die von Gott her entgegenkommt. Ich möchte Ihnen 7 Orientierungspunkte vorlegen, die Sie jetzt sehen, und beginne mit diesem ersten Punkt, das Charisma der Zeitgenossenschaft als Charisma der Diözese von Eisenstadt. Dieser Orientierungspunkt, den habe ich einfach mal genannt, legen Sie das Charisma Ihrer Diözese, dann nenne ich das Charisma der Leidenschaft. Die Diözese Eisenstadt im Burgenland ist nämlich von Anfang an gekennzeichnet durch ein spezielles Charisma, und das Charisma dieser Zeitgenossenschaft ist kostbar für die Menschen von heute, für das Burgenland und ich denke auch für Österreich. Lassen Sie mich einen kurzen Bogen schlagen. Wie der Bischof vorhin schon in seiner Predigt sagte, der heilige Martin lebte in einer Umbruchszeit sowohl der Kirche wie des Staates. Nach einer langen Zeit der Christenverfolgung befand sich das Christentum in einer Phase der Neuorganisation. Es entwickelte eine hohe missionarische Organisationskraft und es versuchte, sich auszubreiten in die verschiedensten Länder. Diese missionarische Aktivität wurde hauptsächlich getragen von Menschen, die ursprünglich dem Christentum fremd oder sogar feindlich gegenübergestellt waren. Die Eltern des heiligen Martin waren nun einmal heilig, ebenso die meisten Menschen, zu denen er sich gesandt fühlte. Die Diözese Eisenstadt ist in Europa eine vergleichsweise sehr junge Diözese. Während der Zeit ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung aus der apostolischen Administratur waren die Grenzen und die Menschen in dieser Region in Bewegung. Sie brauchte eine völlige Neuordnung der kirchlichen Verwaltung. Viele versuchten, ihre mehr oder weniger berechtigten Anliegen kirchlich und staatlich durchzusetzen. Durch die Ausgliederung der Diözese Eisenstadt aus den ungarischen Diözesen gab es einen großen Priestermangel. Den gab es nicht nur heute, den gab es damals auch. Es gab eine große Rechtsunsicherheit beim Klerus, aber auch eine große Bereitschaft bei allen, den Gläubigen und den Priestern, sich auf eine neue seelsorgliche Situation einzustellen. Katholikentage, katholische Vereine, katholische Schulen, die katholische Aktion, Medienarbeit schon damals und die Reorganisation von Pfarrern prägten damals wie heute diese damalige Zeit. Die Bewältigung dieser damals ohne weiteres konflikthaften und spannende Zeit erforderte viel Dialog, so wie heute. Bis am 15. August im Jahre 1960 Papst Johannes der 23. die Diözese Eisenstadt errichtete. Sie ist eine mehrsprachige Diözese, was mich sehr beeindruckt, wenn man als Fremder hierher kommt, sofort immer mit mehreren Sprachen in Berührung zu kommen. Das ist etwas ganz Kostbares und mich hat es heute Morgen zu Tränen gerührt, als ich von Flüchtlingen im Dom begrüßt wurde. Sie sind zwar nicht groß, aber sie sind eine Nahtstelle zwischen dem Westen und Osten in Europa. Sie spüren damit immer, was in Europa passiert, und sie spüren es schnell und sie spüren es deutlich. Und mein Eindruck ist es, wenn Sie hier im Burgenland auf die Herausforderungen der Zeit gute Antworten finden, dann können viele in ganz Europa davon profitieren. Und so liegt meines Erachtens in diesem Erbe ein großer Auftrag für heute. Mit Verlaub gesagt, auch ich komme aus einer ganz alten Diözese mit einem Beginn von Karl dem Großen. Das Kennzeichen Ihrer Diözese sind nicht die langen diözesanen Traditionen über viele Jahrhunderte. Das Charisma Ihrer Diözese ist die Verpflichtung auf das zukunftsträchtige Erbe eines großen Heiligen und das Charisma einer christlichen Zeitgenossenschaft im Dienst der Menschen von heute. Das ist Ihre Diözese. Damit komme ich schon schnell zum zweiten Punkt. Das ganze Volk Gottes verkündet das Evangelium. Wir leben 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und wie wir alle wissen, kennt jedes Konzil 2 Phasen. In der ersten Phase wird es verkündet und in der zweiten Phase wird es umgesetzt. Wir stehen am Beginn der zweiten Phase, 50 Jahre danach. Erst jetzt beginnen wir zu begreifen, was uns damals die Konzilsväter prophetisch ins Stammbuch unserer Zeit von heute geschrieben haben. Was heißt das? Zentral war es für das Konzil die doppelte Fragestellung,
Die erste, was ist die Kirche in den Augen Gottes? Und die zweite Frage, was oder wer ist die Kirche in den Augen der Menschen? In der Antwort auf diese Fragen hat uns die Kirche zwei Dokumente vorgelegt. Und beide Dokumente dienen der Selbstvergewisserung für unsere heutige Zeit. Es geht und ging der Kirche dabei um das sogenannte Adornamento, auf Deutsch gesagt die Revitalisierung der Kirche, eine Organisation unter der Berücksichtigung der Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit. Das erste Dokument, was die Konzilsväter uns im Stammbuch geschrieben haben, trägt den Titel Lumen Gentium und beginnt mit den Worten: Jesus Christus ist das Licht der Völker. Und diejenigen, die sich mit der Entstehung dieses ersten Satzes auskennen, die werden sich daran erinnern, dass am Vorabend der Veröffentlichung dieses ersten Satzes Karl Rahner es geschafft hat, den Text noch etwas zu verändern. Da stand nämlich bis zu dem Zeitpunkt, die Kirche ist das Licht der Völker. Er hat es geschafft, jenen zentralen Blickwechsel in unsere Kirche hineinzubringen, dass sich nicht die Kirche ins Zentrum stellt, sondern dass Jesus Christus ins Zentrum gestellt wird. Und das wird für unsere Zeit eine besondere Bedeutung haben. Denn die Kirche selber ist Werkzeug. Gleichsam das Sakrament, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und mit den Menschen. Es geht darum, dass die Menschen zu Gott finden und die Menschen zueinander. Das zweite Dokument trägt den Titel Gaudium et Spes. Wir alle kennen die berühmten Worte: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute. Besonders der Armen und Bedrängten sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger und Jüngerinnen Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände, prophetisch gesagt, für unsere Zeit. Und dann sagt das Zweite Vatikanische Konzil: Daher wendet sich dieses Konzil nach einer tieferen Klärung des Geheimnisses der Kirche ohne Zaudern nicht mehr bloß an die Kinder der Kirche und alle, die Christi Namen anrufen, sondern an alle Menschen schlechthin in der Absicht, allen darzulegen, wie es Gegenwart und Wirken der Kirche in der Welt von heute versteht. Liebe Schwestern und Brüder, das ist unser Anspruch für heute und für morgen. Wir wenden uns an die gesamte Menschheit. In großer Achtung, aber auch im Bewusstsein dafür, dass der Mensch bei all seinen Bemühungen um das Gute immer wieder in die Krise gerät und das Böse bewirkt, auch wenn er es nicht will. In diesem Dokument, das die Konzilsväter damals ohne jegliche Vorlage erstellt haben, erhält die Kirche die wesentliche Aufgabe, den Menschen von heute im Sinne unseres Gottes zu dienen. Auch hier gilt: Die Diözese Eisenstadt wird ihren Weg nur dann richtig begreifen, wenn es der Diözese Eisenstadt nicht um sie selbst geht. Der pastorale Weg muss den Menschen dieses Landes dienen und all denen, die sich hier aufhalten und die Aufgaben der Kirche brauchen. Diese Rückbesinnung und Neubesinnung auf das Evangelium wird im Zweiten Vatikanischen Konzil begleitet durch eine fundamentale Erkenntnis. Als Getaufte sind wir ein gemeinsames Volk aus Priesterinnen und Priestern. Eine Erkenntnis, die erst jetzt ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit tritt. So sagt das Konzil: Christus der Herr, als hoher Priester aus den Menschen genommen, hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für unseren Gott und seinen Vater gemacht. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und zu einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Warum begreifen wir das eigentlich erst jetzt? Vermutlich braucht es erst die schmerzliche Erfahrung, dass unsere alte Sozialform von Kirche zu Ende geht. Dass die Gläubigen in einem rasanten Prozess weniger werden und nicht zuletzt, dass die geringe Anzahl und die kulturelle Diversität der Priester eine Ruhe erreicht, dass eine Fortführung des Prinzips eine Pfarrer nach alten bisherigen Muster gleich ein oder sogar mehr Priester schlichtweg unmöglich ist. Und warum betone ich das jetzt? Weil diese Erkenntnis der Bedeutung des Priestertums aller Gläubigen bereits mehr als 50 Jahre alt ist.
Wir haben es in der Zwischenzeit nur nicht begriffen. Und jetzt steht der pastorale Weg der Diözese Eichstätt auf diesem Fundament. Die Diözese bekennt sich zu der Einsicht, dass das Zweite Vatikanische Konzil prophetisch Recht gehabt hat. Für viele Gläubige, aber auch für viele Priester, also für viele, so unser einer, ist das ein Paradigmenwechsel, der noch erst zu begreifen ist. Für viele Gläubige gilt, sie können sich nicht darauf verlassen, dass der Priester alles macht und für sie alles tut. Und viele Priester gehen häufig, oder gingen fast in der Annahme, dass sie in Zukunft alles zusammen hätten. Die Hochschätzung des Priestertums aller Gläubigen ist allerdings keine verkappte Mitarbeitergewinnungsaktion. Diese Einsicht geht viel, viel tiefer. Sie lässt sich sehr gut mit dem Impuls von Papst Franziskus in Worte fassen. Das ganze Volk Gottes verkündet das Evangelium. Und er fährt fort, die Evangelisierung ist die Aufgabe der Kirche. Aber dieses Subjekt der Evangelisierung, das Volk Gottes, ist weit mehr als eine organische und hierarchische Institution. Es ist ein Volk auf dem Weg zu Gott. In meinen einfachen Worten, die Kirche des Burgenlandes und die Menschen des Burgenlandes, die Kirche des Burgenlandes sind die Menschen des Burgenlandes. Wenn sie sich auf dieses Evangelium einlassen, wenn sie sich mit Jesus Christus auf den Weg machen und das Wort dieser frohen Botschaft den Menschen hier im Land verkünden und darüber hinaus. Damit komme ich zu meinem dritten Orientierungspunkt. Die Welt braucht Jesus Christus. Wenn also in diesen Tagen das Statut für die neuen Seelsorgeräume vorgelegt wird, dann braucht es am Anfang diese wesentliche Vergewisserung: Jesus Christus ist das Licht der Völker, nicht die Kirche. Diese Sicht von Kirche ist eine Entlastung und eine große Chance. So sagt es die deutschen Bischöfe in ihren gerade veröffentlichten Worten, ich zitiere die deutschen Bischöfe: Wir können die Kirche nicht machen und wir müssen die Kirche nicht retten. Wir sehen ein, und vielleicht brauchen manche dafür noch etwas Zeit, dass die Sozialgestalt der Kirche aus dem vergangenen Jahrhundert vorbei ist. Und wir können, so wie die deutschen Bischöfe sagen, bestimmte Gestalten von kirchlichem Leben nicht konservieren. Und dies wird für alle eine große Umkehr bedeuten. Auch die neuen seelsorglichen Räume des Burgenlandes werden die Kirche nicht retten. Aber sie bieten der Kirche des Burgenlandes die Möglichkeit, im Leben der Kirche Christus erfahrbar zu machen. Denn durch die Taufe schenkt der Heilige Geist den Getauften in der Kirche seine Gaben und Charismen. Und es gibt so viele individuelle Gaben und Charismen, wie es Gläubige gibt. Natürlich erhalten die Gläubigen nicht dann erst ihre Würde und ihre Aufgaben, wenn sie Aufgaben übernehmen. Aber es ist nur natürlich und normal, wenn die getauften und gefirmten Christinnen und Christen das Anliegen besitzen, ihre Charismen auch zur Geltung zu bringen. Sowohl in der Gestaltung der Welt wie selbstverständlich auch in der Kirche. So ist es natürlich auch der Wunsch der Gläubigen, das Leben der Kirche viel stärker als in der Vergangenheit mitzugestalten. Und sie haben recht, dass sie das tun. Vielleicht begreifen wir angesichts des beschleunigten Säkularisierungsprozesses in der heutigen Gesellschaft mehr und mehr die Bedeutung der Taufe Jesu Christi für unsere eigene Taufe. Jesus Christus hat in seiner Taufe den Himmel offen gesehen und die Stimme des Vaters im Himmel gehört: Du bist mein geliebter Sohn. Wer getauft ist, wie wir, die meisten von uns, hat ebenso diese Stimme gehört, die das eigene Leben prägen soll: Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Die Getauften, wir alle haben freien Zugang zum Vater. Und wir haben den Auftrag, diese Botschaft von der Tochterschaft und Sohnschaft aller Christinnen und Christen, ja der Menschheit selber, in die Welt hinauszutragen. Denn die Welt von heute braucht diesen offenen Himmel. Lassen Sie es mich noch einmal sagen. Wir realisieren, dass die Welt von heute nicht die Sozialformen der alten Kirche braucht. Aber wir realisieren heute umso mehr, dass die Kirche die Barmherzigkeit braucht, die Jesus Christus uns für
unsere Welt verkündigt haben. Eines der schönsten Beispiele, wie sich das in unserer Welt realisiert und wie es bei uns in Deutschland ankommt, ich habe es Ihnen aus ein paar Websites herauskopiert. Die Menschen nehmen zur Kenntnis, dass sich die Kirche im Burgenland in der Wahrnehmung der Zeitgenossenschaft auf die Seite derjenigen stellt, die die Barmherzigkeit in einer besonderen Art und Weise bedürfen. Und die Konferenz der europäischen Bischöfe scheint dies auch verstanden zu haben. Vom heiligen Martin geht eine Botschaft aus, und damit knüpfe ich an das, was der Bischof heute Morgen gesagt hat. Vierter Orientierungspunkt. Die Welt braucht mehr Martinus, und das ist eine Pastoral auf Augenhöhe. Auf der Website Ihrer Diözese findet sich dieser interessante Slogan schon. Der Bischof hat ihn von einem Pastoralbesuch in den Vereinigten Staaten von Amerika zurückgebracht. Und er hat es ja uns heute Morgen schon gezeigt, und lassen Sie mich in meiner Art und Weise versuchen, das noch einmal ein wenig ins Zentrum unseres Interesses zu rücken. Und ich tue das mit einem Ausflug in die Ikonografie. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich fand es total interessant, sich mit diesem heiligen Martin ein wenig mehr in Beziehung zu setzen. Wir alle kennen, wenn wir an den heiligen Martin denken, da werden uns diese Bilder vor Augen stehen, diesen Heiligen auf dem Pferd. Diesen Heiligen auf dem Pferd, der den Mantel teilt und sehr hoch zu Ross sitzt, wie das Bild von El Greco auch zeigt, wie er sich anschickt, den roten Soldatenmantel mit dem Schwert zu zerschneiden und dem Bettler zu reichen, der am Boden kauert. Sein Wohltäter fleht sich anschaut und demütig die Gabe der Barmherzigkeit entgegennimmt. Es ist aber völlig interessant, dass diese Martinslegende eine sehr späte Ausschmückung darstellt. So sah das ursprüngliche Martinsbild gar nicht aus. Die ersten Martinsbilder, die es gibt, sahen so aus. Da steht der heilige Martin vor den Stadttoren auf Augenhöhe und reicht dem Bettler seinen Mantel, indem er ihn zerschneidet. Ich habe das von einem Dokument aus der Diözese Ortenburg Stuttgart entliehen, dieses Bild. Und auch das werden Sie wiederfinden. Es ist aus einem Flyer in der Diözese. Auch hier zeigt sich, dass in der Zwischenzeit der heilige Martin ein Pferd gekriegt hat, das am Anfang auch in der Legende nicht dabei war. Aber das Pferd wird nach und nach immer größer und irgendwann sitzt der heilige Martin auf dem Pferd und irgendwann teilt er seinen Mantel von oben vom Pferd herab. Aber ich gehe nochmal wieder ein Bild zurück. Diese früheren Darstellungen kennen weder ein Pferd noch den Martin, der oben auf dem Pferd sitzt. Der heilige Martin steht den Menschen auf Augenhöhe gegenüber. Es ist wohl zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert passiert, dass sich das gesellschaftlich maßgebende Motiv von oben nach unten in die Kirche eingeschlichen hat, ausgerechnet in die Kirche. Diese Asymmetrie hat wohl in der heutigen Pastoral nichts mehr zu suchen. Mit der Berufung auf den heiligen Martin dürfte für die Pastoral ihrer Diözese gelten, es geht um eine Pastoral auf Augenhöhe mit den Menschen der heutigen Zeit. Die Kirche von heute darf nicht mehr von oben nach unten handeln, sondern sucht in der Begegnung mit den Menschen von heute, besonders den Bedürftigen, den Menschen von Angesicht zu Angesicht. Und das bedeutet nichts anderes als die Bekehrung von allen, die in der Kirche handeln, auch der Institutionen selber. Vorangehen sollten dabei in Orientierung am heiligen Martin die Verantwortlichen in der Seelsorge, vor allem die Priester. Die Zukunft der Kirche ist geprägt durch Partizipation und Dialog zwischen den Menschen, zwischen den Gläubigen, zwischen den Pfarrern und in der ganzen Diözese. Aus eigener Erfahrung weiß ich allerdings auch, dass auch die Gläubigen, die Leute, die in der Diözese sind, immer gerne auf den hohen Thron setzen und von denen alles erwarten. Meine lieben Gläubigen, die Zeit ist vorbei. Es geht darum, wirklich ernst zu nehmen, und ich weiß das von den Verantwortlichen hier in der Diözese, dass das Neue von unten wächst und nicht von oben angeordnet werden kann. Und das ist ein spannender Dialog mit all den Konflikten, der automatisch darin verborgen ist.
Eine Pastorale auf Augenhöhe ist nun mal nicht anders zu haben. Und das ist der Weg, für den Sie sich entschieden haben und zu dem ich Sie ausdrücklich noch einmal beglückwünsche. Damit komme ich zu meinem fünften Orientierungspunkt. Mit Blick auf den heiligen Martin braucht die Pastoral von heute die spannende Einheit von Spiritualität und Diakonie. Diese Spiritualität und Diakonie ist begründet in der Theologie des Zweiten Vatikans, aber nicht nur dort, sondern sie ist eigentlich begründet in der Botschaft des Christentums selber. Doch auch hier hilft uns der heilige Martin in wunderbarer Weise weiter. Der Bischof hat es vorhin in seiner Predigt gesagt, es ist bezeichnend für die Gestalt des heiligen Martin, dass er zu dem Zeitpunkt, als er seinen Mantel teilte, Taufbewerber war und noch kein Christ. Und die ersten Darstellungen des heiligen Martin sagen sehr deutlich, und sie zeigen das auch immer, dass er in seinem anschließenden Traum erst die Deutung seiner Handlung erfuhr. Und das ist das Wichtige. Seine diakonische, helfende, zuwendende Handlung offenbarte ihm die Botschaft von Jesus Christus selbst. Und dies führte zur Taufe 3 Jahre später. Schwestern und Brüder, als erstes steht immer die Hinwendung zu den Menschen. Dieses Ernstnehmen der diakonischen Botschaft, wie sie von Jesus Christus selber ausgeht und wie wir sie im Evangelium gehört haben. Diese Einheit von spirituellem Leben und praktischem Dienst an den Menschen zeigt sich bei heiligen Martin und seinem gesamten Leben. Ich zähle einige Punkte auf und wende sie dann sofort auf uns an. Der heilige Martin hat als erstes seine persönliche individuelle Gottsuche gelebt und sein Leben mit Gott. Er hat es als Einsiedler gemacht. Wir werden es anders machen. Zweitens, er tut sich immer mit anderen Gottsuchern zusammen und bildet kleine Gruppen von gleichgesinnten Menschen, mit denen er gemeinsam sein Christsein lebt und er bildet also kleine Klöster. Und nicht nur kleine Klöster, kleine Klostergemeinschaften, sondern er gründet das erste Kloster im Abendland. Drittens, er kauft seine Mutter. Aber seinem Vater ist er gescheitert. Das hat er nicht geschafft. Und auch das hat er nur auch verkraftet. Er hat damit leben müssen, dass nicht alle Menschen so leben wie er. Er wird bekannt als Ratgeber und Wohltäter für die gesamte Umgebung. Er gründet einige Pfarren im ländlichen Raum. Aber das Interessante ist, diese Landpfarren sind viel größer als die im heutigen Burgenland. Im Jahre 500 hatte das Bistum Tours 20 Pfarren. Er bricht dann auf zu Missionsreisen, die ihn in vollkommen fremde Länder führen. Und schließlich erhält Freundschaften zu Christen, die für ihn persönlich von großer Bedeutung sind, zum Beispiel zum heiligen Hilarius, dann auch zum Ligorius von Paderborn. Noch viele weitere Elemente ließen sich aufzählen, aber das vielleicht Wichtigste für uns ist, der heilige Martin ist der erste Heilige, der nicht deswegen heilig gesprochen wurde, weil er Märtyrer war, sondern er ist deswegen heilig gesprochen worden, das Volk hat damals seine Heiligsprechung gefordert, weil er überzeugend gelebt hat. Und damit könnte er für Sie in Ihrer Diözese quasi die natürliche Programmfigur für Ihren pastoralen Weg werden. Die natürliche Visionsgestalt, weil Sie in einer besonderen Beziehung zu ihm stehen. Alle pastoralen Strukturen und der gesamte pastoralen Weg sollte einem Ziel dienen, der Förderung von Spiritualität und Dienst am Menschen, der Förderung von Gottesnähe und Menschennähe. Was könnte das ganz persönlich heißen? Erstens, leben wir doch persönlich unsere Suche nach Gott. Vor allem suchen wir Gott im Gebet. Zweitens, tun wir uns mit anderen Gottsuchenden und Gottsuchern zusammen. Vor allem denjenigen, die noch nicht glauben oder nicht mehr glauben und leben darin die Gemeinschaft der Getauften. Drittens, gründen wir neue Gemeinschaften, pastorale Orte christlichen Lebens, benötigt auch neue Pfarren, groß und kleine. Viertens, missionieren Sie das Burgenland, Mensch für Mensch, und bleiben Sie gelassen, wenn Sie scheinbar an Menschen daran scheitern. Fünftens, wagen Sie sich wie der heilige Martin über den Tellerrand Ihrer kleinen Gemeinschaft hinaus. Auch das tut gut und öffnet den Horizont. Sechstens,
Leben Sie die Diakonie aus dem Geist der Barmherzigkeit. Teilen ohne Barmherzigkeit, ich weiß nicht, wie der Herr Bischof das gesagt hat, könnte sachbeschädigend sein. Teilen ohne Barmherzigkeit geht nicht. Und genau diese Motivation wird es sein, die uns glaubwürdig macht und unseren pastoralen Weg durchscheinend auf unseren Gott hin. Ja, und zum Schluss bilden wir neue Netzwerke unter Christinnen und Christen und mit all den Menschen guten Willens in der heutigen Zeit. Damit komme ich zum sechsten Orientierungspunkt. Die Pastoral von heute braucht Nähe und Weite. Der pastorale Weg in der Diözese Eisenstadt stellt eine neue Realität in den Mittelpunkt des Interesses, nämlich den Seelsorgeraum. Gemeint ist damit eine pastorale Einheit. Es wird gleich alles näher erklärt, die durch den Zusammenschluss von mindestens zwei, im Regelfall jedoch mehr Vereinen entstanden ist. Diese neuen Seelsorgeräume sind ohne weiteres eine Antwort auf die Herausforderung der heutigen Zeit. Aber nicht nur auf die Mangelerfahrung ist mir ganz wichtig, sondern auf die Herausforderung, was Kirche in der heutigen Zeit leisten muss. Christsein ist nur möglich, wenn die Christen der Gemeinde vor Ort verbindlich miteinander zusammenarbeiten und ihre Ressourcen bündeln. Ich bin in vielen Diözesen in der Zwischenzeit gewesen und darf Ihnen sagen, und ich darf Ihnen auch, da dürfen Sie sich, wenn Sie mögen, auf mich verlassen. Ich kann Ihnen die Sicherheit geben, die Seelsorgeräume sind keine Bedrohung, sondern auf die Dauer eine richtige Entlastung. Ich selber bin seit 15 Jahren als Priester in einem solchen Seelsorgeraum tätig. Die Gläubigen haben am Anfang befürchtet, dass ihnen die Eigenständigkeit genommen würde, und ich darf Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall. Je größer der Seelsorgeraum, umso bedeutsamer ist die Nähe. Umso bedeutsamer werden die kleinen Gruppen, die an der Basis den Glauben weitergeben. Und genau diese Gruppen schätzen es dann, wenn sie in einem größeren Raum von den Ressourcen der anderen profitieren können. Und auch wir Priester erleben die Seelsorgeräume, je länger, je mehr als Entlastung. Die Pastoral der Zukunft braucht die Nähe vor Ort, aber sie braucht auch die Wertschätzung der Ressourcen der anderen. Es geht also darum, aus den Vereinen, die wir bisher haben, jene gemeinsamen Räume zu schaffen, in denen wir wissen, wir gehören zusammen und wir können uns gegenseitig bereichern. Damit komme ich zu meinem letzten und vielleicht dem für mich schönsten Punkt, weil ich im Gespräch mit Ihrem Pastoralamtsleiter an etwas erinnert wurde, was ich aus dem Burgenland mitgebracht habe. Sie wissen, ich komme aus dem Norden, und im Norden gab es zumindest in unserer Höhe weniger Trauben oder noch keine Trauben. Dieses Bild von diesen Trauben, was ich Ihnen mitgebracht habe, stammt jetzt sozusagen aus der Höhe des Ruhrgebietes. Wir haben in unserem Garten der eigenen Familie vor einigen Jahren aufgrund des Klimawandels anfangen können, Weinstöcke zu pflanzen. Und diese Weinstöcke tragen in der Zwischenzeit Frucht, und wir nennen in unserem Garten diese Region das Burgenland. Und mit Blick auf dieses Burgenland habe ich etwas begriffen, das gleich ist vom Weinstock und den Reben etwas mehr auszudeuten. Ich lese Ihnen diesen wunderbaren Text am heutigen Tag einmal vor, weil Sie vielleicht das auch an diesem Tag besonders begreifen können. Da sagt nämlich Jesus Christus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Liebe Gläubige, liebe verehrte Anwesende, das ist das Evangelium einer Priesterweihe. Es ist mir hier im Burgenland erst aufgegangen, was es bedeutet, Weinstöcke zu beschneiden. Mein Vater wollte immer den Wein wachsen lassen. Ich habe gesagt, ich habe im Burgenland gelernt, dass man das nicht tun darf. Man muss beschneiden, man muss reinigen und die Schere anlegen. Und Sie machen in diesem pastoralen Weg zurzeit etwas von dem. Sie müssen an manchen alten Dingen die Schere anlegen und beschneiden, damit es mehr Frucht bringt. Sie müssen auch reinigen. Aber das Wichtige ist bei dem Ganzen, dass es nicht mehr um die Reinigung geht, sondern dass es um das Bleiben geht. Dass es um das Bleiben am Weinstock geht. Und dass es um die Verherrlichung des Vaters im Himmel geht. Und zwar wodurch, nämlich, dass wir in unserer Zeit reiche Frucht bringen. Es geht nicht um den Wein von gestern, sondern um den Wein von morgen. Und das geht nur, indem man sich einsetzt, und zwar bedingungslos, so wie Jesus sagt, wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und wir sind Freundinnen und Freunde Jesu. Aber nicht, weil er uns das selber erarbeitet hätte, sondern weil er uns erwählt hat und wir in dem Sinne seine unnützen Knechte sind. Und die nichts anderes tun, als seinen Auftrag verwirklichen, einander zu lieben. Schwestern und Brüder, dieses Weinstockgleichnis könnte sie vielleicht auch zusammen mit dem heiligen Martin in Zukunft begleiten, was ihre Aufgabe ist. Und diese Aufgabe möchte ich noch einmal mit den Worten von Madeleine Delbrel beschreiben, die ich zitieren darf, denn sie sagt, wir müssen von Grund auf neu lernen, wofür es sich um uns handelt. Weil es in christlichen Milieus keine Evangelisierung gab, war sie nur unbekannt. Evangelisierung ist kein Zeitvertreib. Sie ist Frucht eines Lebens, normale Auswirkung eines normalen Lebens. Und es gilt, das Wort Gottes trägt man nicht in einem Köfferchen bis zum Ende der Welt, man trägt es in sich, man nimmt es mit auf den Weg. Und sie sagte damals, wenn wir in einer atheistischen Umwelt leben, stellt sie uns vor die Wahl, zu missionieren oder zu demissionieren, den Glauben zu verkünden oder zu gehen. Werte Damen und Herren, lieber Bischof Egidius, liebe Schwestern und Brüder, Jesus Christus hat uns dazu bestimmt, dass wir uns aufmachen und Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Und vom Pastoralamtsleiter nehme ich jetzt noch einen Satz mit für den letzten Satz, den ich Ihnen wieder auf den Weg gebe. Er sagte, wenn Sie die Arbeiter eingestellt haben auf den nächsten Schritt, auf die Weinlese, haben Sie immer den Wein des gegenwärtigen Jahres getrunken und haben gesagt, der kommende Wein wird sicher besser als der alte. Das wünsche ich Ihnen. Hans-Peter.